Hi, ich hatte gestern meine praktische Abschlussprüfung vom Studium KMP, also Kultur- und Medienpädagogik. Die Abschlussprüfung hieß KKPA. Kein Mensch merkt sich, was das heißt. Das heißt kulturpädagogische und künstlerische Projektarbeit. Und ich habe mit meiner Kommilitonin und Mitbewohnerin ein Hörfeature über DJ-Kollektive in Halle gemacht. Hi Fabian. Hi. Magst du kurz erzählen, wer du bist und aus welchem Kollektiv du kommst? Ja, also hallo erstmal, ich bin Fabian, ich komme vom Drehkreuz-Kollektiv hier aus Halle. Wir haben Künstler bei uns, die ausschließlich Drum Bass gerne spielen wollen. Wir haben aber auch Künstler, die Breakbeats spielen oder halt auch, was aus England ein bisschen kommt, UK Garage und Dub. Was haben wir eigentlich genau gemacht? Wir haben Umfragen gemacht in der Fußgängerzone in Halle und haben Leute gefragt, was sie unter einem Kollektiv verstehen. Was haben wir noch gemacht? Ach, mein Onkel war zu Besuch zufällig, den habe ich auch gleich eingebunden. Der hat dann noch von Arbeitskollektiven in der DDR erzählt. Ja, also soweit ich das Thema Kollektiv als Begriff und noch mich erinnere, Kollektive waren halt, sagen wir mal, heute würde man sagen Arbeitsgruppen, also sagen wir mal eine Gruppe von Maurern, eine Gruppe von Dachdeckern. Wir haben mit DJ-Kollektiven gesprochen, dann auch mit einem eigenständigen DJ. Und dann haben wir noch mit einem Clubbesitzer gesprochen und haben den interviewt. Ja, genau, und dann haben wir das Ganze geschnitten. Wir waren jetzt so die letzten zwei Wochen irgendwie gefühlt so jeden Tag bei einem Radiosender und haben da geschnitten, unser ganzes Material, und haben auch selber noch was aufgenommen. Also wir haben halt selber so eine Moderation dazwischen gemacht. Und dann haben wir halt gestern das Ganze in der Hochschule präsentiert. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserer KKP. Ja, verrückt. Und wir haben auch noch keine Note gekriegt. Das kommt erst nächste Woche. Also man ist jetzt so, okay, gut. Das war so eine 20-Minuten-Präsentation. Also alle Präsentationen waren Mittwoch und Donnerstag aus dem ganzen Studium. Und alle haben halt so im 20-Minuten-Takt ihre Sachen vorgestellt. Und die Prüfenden gehen halt nur von Raum zu Raum und schauen sich die Projekte an. Und man kriegt keinerlei Feedback. Also das kommt dann halt erst nächste Woche. Also theoretisch weiß man noch nicht mal, ob man bestanden hat oder nicht.